Ich sehe ihn, geblendet von dem Licht, und sehe einen Mann. Genau. Einen kräftigen Mann, mit markantem Gesicht und vollen blonden Haaren. Nein, einen kleinen Mann, mit einer Glatze. Ganz, ganz mager, mit langen, dünnen Armen und Beinen und riesengroßen Augen. Und er ist? Fürs was? Er ist nackt. Er ist nackt? Er ist nackt und grün. Grün? Wie grün? Am ganzen Körper. Du hast einen Mann gesehen, der kam auf dich zu in einem Lichtschimmer und der hat eine Glatze und war nackt und grün. Ja, genau. Zuerst war ich nicht sicher, ob es ein Mann war. Du weißt nicht, ob es ein Mann war? Nur am Anfang. Bist du mit ihm? Seid ihr ins Hotel? Ja, ins Gloria. Die haben euch reingelassen? Ja. Weißt du, Aurora, er ist nämlich... Sag schon. Unsichtbar. Du bist mit einem nackten, grünen, unsichtbaren Mann ins Gloria gegangen. Genau so war's. Aber reden konnte er. Er spricht unsere Sprache. Auch. Er hat gesagt, er hat mich lange beobachtet. Lange, lange beobachtet. Und sich bis über die Ohren in mich verliebt. Die Grünen. Weißt du, Aurora, ich glaube ihm. Ich habe nämlich schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. Okay. Und dann hat er gesagt, er hat es nicht mehr ausgehalten und musste sich sichtbar machen, aber nur für mich. Und hat er auch einen Namen? Seinen Namen weiß ich nicht. Er ist Marciano. Kommst du? Hatte dir Geschlechtsverkehr, der Marciano und du? Wahnsinn, Aurora. Was? Er hat so ein langes Glied. So lang. Dick wie ein Baumstamm. Nie in meinem Leben habe ich ein derartiges Glied gesehen. Nur es ist eben... Was? Unsichtbar. Ich dachte, er wird mich umbringen. Und es tat auch wirklich fürchterlich weh. Ich habe laut geschrien. Ich dachte, das Blut, das da aus mir rausläuft, es wird das ganze Laken einfärben. Es wird eine fürchterliche Sauerei geben. Er hat mich ins Ohr gebissen. Und auch fürchterlich geschrien. Wir beide haben fürchterlich geschrien. Es war fürchterlich. Ich bekam große Angst. Und Aurora, es war überhaupt nicht schön, obwohl er mich doch liebt. Verstehe. Hat er dir Geld gegeben? Woher denn? Er wollte alles umsonst. Liebe eben. Hat er dir irgendwas versprochen? Die Ehe oder so? Nee, noch nicht. Meinst du, er will darauf hinaus? Kann sein. Kann gut sein. Und wo ist er jetzt? Abgereist. Wir sind aus dem Hotel raus. Er hat sich verabschiedet, ist die Straße runter. Der Lichtschein kam an, nahm ihn auf und sie bogen zusammen um die Ecke und weg waren sie. Glaubst du, er kommt wieder? Klar. Und er hat gesagt, er will, dass ich euch bekannt mache. Er will mich kennenlernen? Ja. Ich kann ihn noch nicht sehen. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Was will er denn von mir? Ich glaube, er ist scharf auf dich. Oh, um Himmels Willen. Was soll ich denn jetzt tun?
Gibst du ihn? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie schon. Wie geht's deinem Hintern? Alles in Ordnung. Ist nichts zu sehen. Nichts aufgerissen. Keine Wunde, kein Blut, keine Schürfer oder Kratzer. Nicht mal ein blauer Fleck. Ist komisch, oder? Tut auch nicht weh. Nö. Tut nicht weh. Später lag Bibi an meinem Busen und weinte. Sie hatte sich wirklich in diesen grünen, glatzköpfigen Marsianern mit dem riesigen, aber unsichtbaren Leben verliebt. Und schließlich schliefen wir beide in meinem Bett ein. Am nächsten Tag suchten wir Rat bei einem promovierten Ufologen, der uns von verschiedenen Seiten empfohlen worden war. Der Ufologe hörte sich alles an, drehte an seinen Postmodell und sagte: Sie haben doch hoffentlich ein Kondom benutzt? Habe ich vergessen. Du hast es vergessen? Du hast Geschlechtsverkehr mit einem Marsianer und vergisst dein Kondom, also ich sag mal spitz. Ich habe nicht dran gedacht. Wie finden wir jetzt heraus, ob er positiv ist? Ich weiß nicht. Wir können herausfinden, ob ich positiv bin. Der UFO-Doktor half uns nicht weiter. Wir verließen ihn so ratlos, wie wir gekommen waren. Bibis Geschichte sprach sich herum und sie wurde in eine Talkshow eingeladen. An dem Abend der Live-Sendung versammelten sich die Transen des Viertels bei uns. Lagerten auf dem Sofa und auf dem Boden, verstreuten Popcorn, Zigarettenasche und Kartoffelchipsgrün. Und brachen ins spitzige Schrei aus, als Bibi auf dem Schirm schien. Es wurde eine Katastrophe. Bibi erzählte von ihrem Problem mit dem nackten, glatzköpfigen, grünhäutigen Außerirdischen, der mit ihr Kinder zeugen wollte, obwohl sie nicht mal im Besitz seiner Gebärmutter war. Das Studiopublikum fing an zu pfeifen, brach im Buhrufe aus und Bibi wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Unsere Freundinnen fühlten sich von ihr der Lächerlichkeit preisgegeben. Sie schnitten sie auf der Straße, machten ihren Standplatz streitig und ihre freie Abspenstigkeit. Eines Nachts kam ich nach Hause, wo Bibi auf dem Fensterbrett saß. Sie rauchte eine Zigarre dabei. Sie weigerte sich, mit mir zu sprechen. Und als sie schlief, packte sie ihre Sachen in eine Tasche und verschwand ins Halbdämmer der Straße. Wo sie jetzt lebt, weiß ich nicht. Ich sehe sie manchmal mit dem Spinnennetz auf der Stirn. Schön, ängstlich, scheu. Concha sagte, du hättest sie nicht ins Fernsehen gehen lassen dürfen. Dann wäre sie vielleicht glücklich geworden mit ihrem unsichtbaren, außerirdischen Geliebten. Ja.